Mein Name ist Bettina Habsburg und ich möchte Sie als Leiterin des Museums für Geschichte ganz herzlich in unserem Haus begrüßen. Das Museum für Geschichte wurde im letzten Jahr in der Grazer Sackstraße Nummer 16 eröffnet. Es befindet sich im Palais Herberstein. Das ist eines der bedeutendsten Baudenkmäler der Stadt und dank seiner musealen Nutzung öffentlich zugänglich. Wir zeigen hier im Haus derzeit 5 Ausstellungen zur Geschichte und Kulturgeschichte des Landes Steiermark. Und ich möchte Ihnen eine dieser Ausstellungen näher vorstellen. Wir befinden uns hier im sogenannten Schaudepot und wenn Sie Lust auf viele Objekte haben, sind Sie hier genau richtig. Schaudepots geben einen repräsentativen Einblick in Sammlungen. In unserem Fall ist es hier zum einen die kulturhistorische Sammlung des Joanneums, zum anderen die sogenannten multimedialen Sammlungen. Die kulturhistorische Sammlung, die Sie hier sehen, wurde im späten 19. Jahrhundert begründet, um die Kulturgeschichte des Landes und die kunstgewerbliche Produktion zu dokumentieren. Insgesamt umfasst diese Sammlung heute 35.000 Stück, wobei wir gut 2.000 in unsere Schaudepot-Räumlichkeiten gebracht haben. Der zweite Bereich des Schaudepots ist den multimedialen Sammlungen des Joanneums gewidmet, also unseren Sammlungen für Foto, Film und Ton. Die multimedialen Sammlungen wurden in den späten 1950er Jahren begründet und zeigen die Steiermark in fotografischen, in filmischen und in Tondokumenten. Das Museum für Geschichte ist von Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet und wir freuen uns auf Ihren Besuch.